und willkommen zurück zu GTA 5. Ja, in der letzten Folge haben wir dort oben, ja genau da, den Tod Doms miterlebt. Der ist hier runtergesprungen ohne Fallschirm. Sollte man nicht machen. Und ja, da in der letzten Folge haben wir auch alle Fallschirmsprünge beendet. Jetzt machen wir trotzdem noch eins bei Franklin. Wird mir trotzdem noch eine 1 angezeigt bei Franklin, aber er hat nichts. Okay. Auch gut. Wir gehen zu Michael. Das nächste, was wir machen, ist bei Michael. Und, ja. Das ist ganz schwer. Die nächste Aufgabe. Soll ganz schön weit reisen. Also, der Anfang nicht. Denn Internet, Epsilon. www.epsilonprogramm.com. Das ist, da wollen wir hin. Evaluieren Sie Ihre Identität? Das will ich doch. Sind Sie rothaarig? Nein. Haben Sie manchmal Ihnen bekannt vorkommende Déjà-vus? Ja. Wollen Sie vollkommen verstehen, was es heißt, vollkommen zu sein? Will ich vollkommen verstehen? Vollkommen. Haben Sie die Ausdauer, sich pro Woche mit neuen Partnern zu vereinigen? Das hat Michael, ja. Messen Sie die Aktivität anderer an Ihrer eigenen Attraktivität? Ja. Haben Sie ein Muttermal im Gesicht? Nein. Wollen Sie berühmt werden? Nein. Sehen Sie Dinge als Metaphern für andere Dinge, beispielsweise Bäume und Adler? Nein. Fällt es Ihnen leicht, Ihre gesamte Familie zu ignorieren und sich einer neuen Freundesgruppe anzuschließen? Ja. Michael fällt es leicht. Sind Ihre Schecks gedeckt? Ja. Auswertung. Aha. Ja, okay. Ja, meine Erleuchtungswelle von 24%, was im Bereich des Typs extrem unerwünscht liegt. Die grafische Auswahl zeigt, dass sie extrem unerfüllt. Reisen Sie in die Dämmerung zu dem Pass, der in unserem Buschillen abgebildet ist. Halten Sie auch schon nach einem roten Pickup mit einer Beule am rechten Kotflügel. Heben Sie Ihre linke Hand und sagen Sie, bring mich zu meinem Vater, Bruder, Onkel Kiflom. Okay, wir erledigen dann den Rest. Denn wir wissen, es gibt Kiflom. Es gibt Grant. Und beide seien gepriesen. Okay, gut. Schöne Musik hier. Auf der Seite. Oh, wir haben ein Fragezeichen. Bui. Ah, wir haben Fragezeichen. Will ich nicht. Yeah, it was a tough day at the office. Thanks for asking. Ah, kein Problem. Hab ich gerne gemacht, Michael. Can you get a cab here as soon as possible? Oh. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Okay, thanks for your help. Hallo Carlos. Hi. Jimmy. Wo stehst du da, Jimmy? Na komisch. Gut, ich fahre da mal mit dem Taxi, Jimmy. Hab Spaß. Vielleicht habe ich dich gerade bei was erwischt, ich weiß es nicht. Hey, my man, where you going? Raton Canyon. Ja, dann mal los. Überspringen wir mal die Fahrt. Ist jetzt nicht so das Wichtigste. Und irgendwo müsste ja ein Pickup-Truck sein. Finden wir. Und dann sagen wir, bring mich zu meinem Vater, Bruder, Onkel Kiflom.
Oder so ähnlich, ich weiß nicht, was wir sagen sollen. Aber das sagen wir, das haben wir natürlich uns gemerkt. Alright, brother, here we are. Gut. Da hinten steht ja auch der Pickup. Perfekt. Ah. Ah, red truck, huh? Ah. So. Dann sagen wir mal. Suche die Wahrheit. Die suchen. To my father, brother, uncle, Kiflum. Okay. Yo, peace, brother. Kiflum. Oh! Nicht nett! Warte nur zu meinem Vater, Bruder, Onkel. Ist das so viel verlangt, zu meinem Vater, Bruder, Onkel zu gelangen? Okay. Bestanden. Gut. Aber die Firmenfreaks haben abgehakt. Ich muss jetzt das nachgucken. Da stand das. Okay. Gib uns $500. Bitte besuche unsere Website unter und spende $500. Okay, ja, wieso? Nicht, ne? Danke für Ihre Spende, Bruder, Tiflam, sehr gepriesen. Ebenfalls, ne? Okay. Jetzt müssen wir einige Zeit warten. An sich. Ja. Hello. Yeah, can you send out a cab to me? I'm sending one out right now. Thanks. Wenn ich direkt so einem Busch stehen, dann kommt das Taxi. Taxi! 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 Taxieren Sie mich nicht! Wer war das da gerade? Da ein Vogel. Taxi! 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 Das ist doch nicht Ihr Taxi! Taxi. Denn ich brauch mein Taxi, Gritti. Krieg ich noch mal ein Taxi, denn ich hab keins bekommen. Komm. Nein, nicht Dr. Freelander. Da wird mir kein Taxi holen können. Cab as soon as you can. Of course. Driver should be with you soon. Sounds good, thanks. Gut. Dann warte ich auf ein Taxi, was hoffentlich diesmal wirklich komm hin. Ja. Danke, okay, vom Gefängnis wird's nicht kommen. Da brauchen wir eigentlich hauptsächlich nur in die Richtung gucken. Und ja, wie war euer Tag so? Ich meine, wir wurden ja von zwei Leuten verprügelt.
Wieso möchte kein verdammtes Taxi kommen? Lange braucht das doch eigentlich gar nicht. Verdammt, hier ist sowieso direkt eine Straße. Es sind die Autos auf der Autobahn, die ich höre. So, denn ich möchte eigentlich nach Hause. Okay. Geh mal raus, danke. Im Fahren behalten, ne? Macht nix. Das werde ich nicht Zeit drauf haben. Auch wenn nichts Großartiges passiert, aber nö. Das mache ich nicht. So. Denn wir haben zwar jetzt donated 500 Dollar. Um die nächste Mission dieser 5 Freaks-Reihe freizuschalten. Die wird aber erst in 12 Stunden Ingame-Zeit natürlich freigeschaltet. Da ich um 13 Uhr gespendet habe, Ingame-Zeit, wird um 1 Uhr nachts die 5 Freaks spawnen. So. Ja, nee, wir fahren hier lang, ja. So, mit ein bisschen umgebautes Auto. Ja. Schieb das Tier die Schuld, dass du es überfahren hast, genau. So mache ich es auch immer. So. So, gleich zu Hause. Dort werde ich dann einen ziemlich geschickten. Kann ich aufhören, in jedes Auto reinzufahren, was sich hier auf der Straße bewegt? Danke. Ja gut, ne? Jetzt auch nicht so produktiv. Ah, muss da mal kurz. So. Ah, ja. Gut, dann fahren wir jetzt hier lang. Das Auto ist echt scheiße zu fahren. Ist das nicht schön? Papa zu Hause. Meine Kinder hauen ab. Au, 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 au. Das hat nicht geklappt.
Ah, kann ich... Gut, kann ich nicht. Gut, ne, ist gut. Aber ey, die Zeit geht um. Das ist doch das, was zählt. Das aber auch gerne ohne Sterben zu machen. Ja, gut, wir haben 7 Uhr. Bitte, kann jetzt auch bitte verdammt nochmal ein Taxi kommen. Oh. So, da oben. I'd like to order a cab, please. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Great. Ja. Währenddessen, und das kann ich schon. Oh. Gut. Ich komme. Nicht wegfahren. Where can I take you? Downtown Vinewood. Sure thing, man. Gut. Fahren wir nach Downtown Vinewood. Alright, brother, here we are. Brother, Uncle. Vater. So. Danke, gehst du? Danke. Halt nicht da, dann gehe ich halt in die Tür nebenan rein. Hallo? Akzeptiere die Wahrheit. Mach ich gerne. You have come this far, but the journey has only just begun. You've waited years for this moment. You're exactly in the right place. I was lost. I sold myself. I took drugs. I was in conflict. Ja. Okay. Then I discovered an incredible truth. A truth so incredible that if I told it to you now, you would melt into nothingness. Natürlich. You are ready. Vater, Bruder, Onkel. Ready. Oh, I'm not ready. Then you're ready. Schwester, Tante? I don't know about that. The truth is incredible. If you're capable of understanding it. We have your email address. We will send you an incredible education tool that will help you to unlock the secrets of the existence. That will cost as little as $5,000. $5,000? What price would you put on having the tools to understanding everything and to achieving the impossible? The price I would put on that is every penny you've ever earned. Kiflum, sister mother. Well, the price I would put on it is also giving the entire Bruder, Onkel. World because that is how much it is worth. Well, we're offering you millions of dollars of top quality research and learning by society's best thinkers for only $5,000. Think about it, Michael. And if you think too long, we know you're not ready. Okay. Kiflum. Okay. Nein, Kiflum, nicht okay. Gut, dann verlassen wir die Bruchbude hier. Wir machen das einzig Wichtige. Wir stellen uns hier dubios in die Ecke. Und, da würde ich, okay. Danke, Money. $5,000, die spende ich doch gerne, das ist nichts für mich. Ich habe den Junior Depository ausgeraubt, da habe ich es doch locker. So, 8 Uhr, 30. Jetzt kann ich aber hier... Sollte es kein Problem mit dem Taxi geben.
I got a driver right around the corner. Appreciate it. So. Noch eben kurz meine Liste erneuert. Und... Ah, shit, Bravo, du. Komm jetzt. Ah, ist ein Taxi. So, fahr nach Hause. Und, sag dann, warte dann, bis die nächste Friend and Freaks aufgetaucht ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, das mal. Ne, ich höre jetzt die Folge auf und der restliche Teil, der uninteressante Teil, passiert dann zwischen den Folgen. Also, nur wie ich warte, bis die Mission spawnt. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Kifflom.